Der sechste Tag starte ich heute. Wir haben es hier auf dem Campingplatz du Port in Basham sehr gut gefallen. Nochmal einen Blick auf den Camping. Ja, es ist kurz nach der halben Nacht und ich mache mich auf den Weg. Es ist ein Genuss, so am Morgen früh auf so einem Veloweg zu fahren. Es ist frisch, aber nicht kalt. Es ist wirklich super und man ist völlig allein. Ja, vorher musste ich den Fluss aufwechseln und für das musste man einen Bogen durch ein Dörfli machen. Dort habe ich gedacht, ja, wenn schon so eine Küche dort ist, gäbe es sicher auch eine Bäckerei oder so. Ja, Bäckerei gibt es dort. Aber es ist pleite. Ja, also geht es doch nicht mehr. Ja gut, jetzt fahren wir weiter. Irgendwann packe ich schon wieder mit einem Lädeli oder irgendetwas. Aber es ist ein Problem. Auf diesen Velowagen kommt zu wenig in die Dörfli rein, wo die Chance grösser wäre, dass man ein Bäck findet, ein Lädeli, wo man essen, trinken, kaufen etc. Aber dafür ist halt auf dem Veloweg kein Autoverkehr. Das ist auch mega schön. Oder eigentlich viel schöner. Ja. Dafür kommt er wieder. Ich befinde mich jetzt im Grenzgebiet Frankreich-Luxemburg-Deutschland. Und zwar da, das kennt sicher jeder, Schengen. Vom Schengener Abkommen. Und ja, für auf Luxemburg wäre es noch 50 Kilometer und ich mache ja da einen Moselradweg, ja, Richtung Nenning, Besch und so weiter. Ja, cool, hat etwas. Schon interessant, ich fahre jetzt seit dem Schengen dort auf der deutschen Seite. Also ich bin in Deutschland und ja, hinten am Fluss ist Luxemburg und von dort komme ich, dort wäre dann eigentlich noch weiterhin in Frankreich. Also, ja, ich finde das irgendwo noch eindrücklich, ja. Und es ist schön da, mega. Übrigens, in den letzten zwei Dörfli zu Frankreich noch bin ich fündig geworden. Wir haben ein Brötchen, Käse und noch Skoki kaufen. Somit bin ich eingedeckt für heute durch den Tag.
mit essen. Also, nehme ich jetzt mein Zwagen. Ich habe jetzt in der Ortschaft Besch fein zu Morgen gegessen. Dort in dem Pavillon. Ja, ist fein. Gesehen. Und man sieht nicht nur hier die französische und luxemburgische Fahne und hier die deutsche, sondern man sieht auch, Bewölkung sieht nach Regen aus. Also ich fahre immer noch in Deutschland. Ja, und da vis-à-vis ist Städtli Remich. Sieht mega cool aus. Das ist Luxemburg. Und hier auf der deutschen Seite hat es sogar gerade 2 Campingplätze. Ja, super. Schön da. Da sieht man ganz gut die Moselschlaufen. Von da hinten komme ich. Dort um die Ecke rechts war ja Remich. Ja. Und so geht es hier weiter. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, ist glaube ich noch Schloss Thom oder so etwas. Gut, gehen wir weiter. Jetzt hat der Veloweg. Ist ein bisschen weg von der Mosel und zack geht er rauf und man ist da jetzt in den Rebbergen, alles Rebbergen. Dort hinten, ich weiß nicht, ob man es gross sieht, wird neu angebaut und man sieht, das ist ein, nicht einfach Stüdeli in den Boden tun, sondern das ist ein ganzer massive Hubausgabe und Präparieren machen tun. Soll ja gut sein. Hauptsache der Wein wird gut. Ich bin glaube gerade im Niemandsland, weil zu meiner Rechten ist Deutschland und zu meiner Linken ist Luxemburg über eine Brücke. Staatenlos. Egal. Ich bin in Oberbillig, ja, so heisst das Dorf, kann ich auch nichts dafür. Das Dorf weiter vorne war wieder mal Umleitung vom Veloweg und dank dieser Umleitung habe ich einen Supermarkt gefunden gerade und habe dort noch ein paar Getränke gekauft. Ja, jetzt sitze ich hier also in Oberbillig, herrlich an der Promenade. Geniessen hier das Päuschen. Das Wetter ist immer noch
ja, bewölkt. Und man könnte meinen, es kommt jederzeit regnen. Aber ich hoffe, es bleibt trocken. Mir gefällt es hier in Oberbillig. Ich habe meinen Frieden hier. Es ist wirklich mega friedlich an dieser Promenade. Nicht viel los. Ja. Gut, ich habe jetzt 60 Kilometer schon. Das heisst, ich habe noch etwa 35 oder 40 Kilometer für heute noch. Es ist jetzt kurz vor der 1. Ja. Ich denke, ich werde jetzt dann gleich mich müssen aufraffen und weiterfahren. Es kommen noch ein paar rechte Ansteigungen, weil sobald dass man da den Veloweg von der Mosel weggeht, geht es gerade in die Höge rein. Und der eine oder andere Hoge habe ich halt noch. Genau. Auch die packen wir noch. Aber ich bin irgendwie heute recht entspannt unterwegs. Gefällt mir. Von hier hinten fließt Saar. In die Mosel rein. Sogenannt Saarmündung. In Konz, wo also die Saar in die Mosel fließt, ja, ist sicher ein schönes Städtli. Hat auch einen Campingplatz direkt an der Mosel. Und ja, für mich heisst es jetzt etwas ein bisschen essen. Und dann geht es ja, noch 10 km bis Trier. Und ich glaube, dort kommen dann die Steigungen. Darum, essen ist gerade zur richtigen Zeit. Und genau wegen dem sollte man den Tag nie vor dem Abend loben. Nachdem dass ich hier in Trier eine Umleitung fahren musste, habe ich den richtigen Weg gleich noch gefunden und komme jetzt über die Römerbrücke. Da Trier, ich gehe nicht in die Innenstadt. Von der einen Umleitung zur anderen, zwischen denen einmal die Römerstrasse, jetzt ein anderes Hindernis. Ja, nachher muss ich schauen, dass ich wieder auf meine Route zurückkomme. Wird schon gehen. Nachdem dass die letzten paar Kilometer nicht sehr schön waren, so müssen über eine Brücke, obwohl auf der anderen Seite wäre ein Weg gewesen, aber mein Navi hat gesagt auf dieser Seite und ja, habe mich ein bisschen schwer da, auch den Dreck, die Route zu finden. Aber ja gut, ich habe es geschafft. Jetzt da ist es relativ schmal, das Tal, darum hört man auch viel Auto. Auf der einen Seite noch die Autobahn, auf der anderen Seite vom Fluss irgendeine Bundesstrasse. Recht stark befahren, aber hier auf dem Veloweg ist es schön an sich, außer dem Lärm. Aber die Aussicht, ja, ist mega. Es
Schön. Das Wetter hebt zum Glück. Und ich gönne mir jetzt ein feines Bier. Und etwa noch knapp 10 km habe ich bis zum Camping. So, wie ich es denke, ich musste tatsächlich über die Brücke müssen. Jetzt hier noch entlang auf dieser Seite Richtung Pöhlich, 2 km, und dort sollte auch mein Camping sein. Also, der Campingplatz hier in Pöhlich ist direkt an einem kleinen Hafen, wie man im Hintergrund sieht. Direkt an der Mosel. Ja, es ist hauptsächlich so für Jahresstellplätze. Und ja, der Typ, der mich hier empfangen hat, ich glaube, der hat auch schon einen über den Durst gehabt. Aber mega nett und so. 11,50 € muss ich zahlen. Aber super Plätzchen hier. Ich zeige euch das einmal. Da der Eingang zu meinem Plätzchen. Ja, hat sogar ein Tischchen und einen Stuhl. Ja. Also. Für eine Nacht absolut kein Problem. Irgendwie in der Nähe hat er gesagt, gäbe es noch so irgendeine Snackbar oder so. Gehen wir mal schauen. In jedem Fall gibt es dort auch Bier. Ab dem Hahn hat er gesagt. Ja, kein Problem. Für eine Nacht, wie gesagt, ist sicher kein Problem.